Exklusives Bonusmaterial, alles komplett ohne Werbung und außerdem noch die neueste Folge schon vorab hören. Das ist neu, Ab ins Bett Premium, und das gibt es jetzt online bei Apple Podcast und bei Anchor und Spotify. Klickt rein und holt euch dann ein Abo. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 527. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Freitagabend hineinstarten. Und die Woche geht mit guten Neuigkeiten zu Ende, denn ab sofort ist jeder von euch ein Titelheld bzw. kann es werden. Klickt auf abinsbett.net und holt euch dort eure ganz eigene Gute-Nacht-Geschichte als CD und als Download. Hier kommt aber nun das Recken und Strecken, also ich lade euch ein, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute, am Freitag, bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 527. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 4. Februar. Elef und der große Elefant. Elef ist ein ganz normales Mädchen. Sie liegt in ihrem Bett an einem Freitagabend. Es könnte sogar der heutige Freitag sein. Und der Freitag begann mit ganz viel Abenteuer, aber der Reihe nach. Als morgens der Wecker klingelt, wacht Elef auf. Sie weiß, dass heute an diesem Freitag der letzte Schultag ist, denn nächste Woche hat Elef Winterferien und darauf freut sie sich schon. Auch wenn draußen kein Schnee liegt, das wäre ihr viel, viel lieber. Vielleicht geht sie aber mit ihren Eltern in den Zoo. Das mag sie, denn sie liebt Tiere über alles. Noch lieber wäre Elef, sie würde die Tiere in der freien Wildbahn sehen, also nicht hinter einem Gitter oder in einem Gehege, sondern draußen in der Natur, dort, wo die Tiere hingehören. Das Lieblingstier von Elef ist ein Elefant. Oder wie sie sagt, ein Elefant. Der heißt ja so ähnlich wie sie. Das findet sie besonders witzig. Elefant. Aber natürlich ist es ein Elefant. Und Elef sammelt Elefanten, ihre Elefantensammlung, wie sie sie nennt. Heute steht aber noch Schule an für Elef und darauf hat sie keine große Lust, denn gestern hat sie den ganzen Tag für die Schule gelernt und Hausaufgaben gemacht. Unendlich viele Hausaufgaben, es hörte gar nicht mehr auf. So viele Hausaufgaben hat sie sonst vielleicht im ganzen Schuljahr auf. Naja, vielleicht war das ein wenig übertrieben, aber so fühlt sich Elef. Früh morgens wacht sie auf. Draußen ist es noch dunkel und sie sucht ihre Hausaufgaben. Gestern hat sie den ganzen Nachmittag damit verbracht und nun findet sie die Hausaufgaben nicht. Elef schaut sich um. Dann sieht sie neben ihrem Schreibtisch einen riesengroßen Stapel an Heften liegen. Doch beim zweiten Blick fällt ihr auf, dass da etwas nicht stimmt, denn auf diesem Stapel Hefte sitzt ein riesengroßer Elefant und er macht ganz laut. Er hebt seinen Rüssel und trötet so laut er kann. Elef zuckt zusammen. Sie fragt den Elefanten, warum er hier sitzt, und er sagt, er bewacht die Hausaufgaben und wird auch nicht mehr aufstehen. Elef versucht nun, das oberste Heft, das gelbe Heft für Mathematik, einfach so rauszuziehen aus dem großen Stapel. Der Elefant macht sich besonders schwer. So schwer, dass Elef ihre Hausaufgaben nicht herausziehen kann. Denn der Elefant ist doch viel zu kräftig und hat ein viel zu hohes Gewicht. Nun steht sie also da. Der Elefant brütet über den Hausaufgaben. So sieht es fast aus. Aber Elef braucht die Hausaufgaben doch für die Schule. Was soll sie nun machen? Das Heft ist so wichtig. Nächste Woche sind Ferien und heute muss sie die ganzen Hausaufgaben abgeben, damit die Lehrerin in den Ferien doch was zu tun hat. Aber es scheint nicht zu gehen. So geht Elef mit einem halbleeren Schulranzen zur Schule und sie versucht der Lehrerin, Frau Widinski, zu erklären, warum sie die Hausaufgaben nicht dabei hat. Sie sagt, ein großer Elefant sitzt direkt bei ihr im Zimmer auf den Hausaufgaben
und er lässt sie nicht mehr los. Doch die Lehrerin, Frau Widinski, glaubt ihr kein einziges Wort. Nur weil du Elefanten so sehr magst, heißt es doch nicht, dass die deine Hausaufgaben beschützen, sagt Frau Widinski mit einem leichten Schmunzeln im Gesicht. Ihre beste Freundin Anita hat das mitbekommen und sie sagt, es war bestimmt kein Elefant, sondern ein Elefant, der Elef beschützt vor den nicht gemachten Hausaufgaben. Nicht einmal ihre beste Freundin glaubt ihr. Was soll nun passieren? Wie soll dieser Freitag nun zu Ende gehen? Doch auf einmal klingelt der Wecker. Alles nur geträumt, denkt sich Elef und ist froh. Schnell steht sie aber auf und überprüft noch einmal zur Sicherheit, ob nicht wirklich ein großer Elefant auf ihren Hausaufgaben sitzt. Als sie zu ihrem Schreibtisch geht, die Hefte am Boden liegen sieht, genau wie am Traum, schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Auf ihren Hausaufgaben sitzt tatsächlich ein Elefant. Auch ein ganz schön großer Elefant. Er trompetet aber nicht und er macht auch keinen Lärm. Denn auf den Hausaufgaben sitzt Elefs Lieblingskuscheltier-Elefant. Und er heißt natürlich nicht Elefant, sondern Elefant. Elef weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt es, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.